Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder eine Pizza testen und zwar ein Original Wagner. Ja, es ist eine reine Gemüsepizza, eine vegetarische, laktosefrei. Original Balance, laktosefrei. Und ich habe diese Pizza vom Edeka-Markt oder beziehungsweise Herkulesmarkt, was ja an Edeka-Markt gleich kommt. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum wir nichts sehen, sehen wir gleich. Ah ja, hier haben wir einmal die Zutatenliste. Dazu könnt ihr euch das Video kurz anhalten. Und hier haben wir die Nährwerttabelle. Irgendwie habe ich heute datterig. So, das Ganze wird im Backofen gemacht bei 230 Grad. Das trifft sich gut. So viel kann ja mein kleiner Backofen erzeugen. Folie entfernen, 10 bis 12 Minuten. Gut. Dann werden wir diese Pizza ja dann mal in den Ofen verfrachten. Ja, so sieht sie ungebacken aus, scheint aber schon vorgebacken zu sein. Sieht man hier an den braunen Rändern. So. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns gleich am Backofen wieder, also bis gleich. So. So, der Ofen ist vorgebacken. Der Ofen ist vorgeheizt. Hier ist die Pizza. Jetzt machen wir natürlich den guten Ofen auf. Schieben unsere Pizza hier hinein, machen den Ofen zu, stellen auf 10 Minuten. Ja. Und warten. Bis es dann ja soweit ist und schön braun gebacken ist. So, so sieht es jetzt bei richtig guter Beleuchtung aus. Und jetzt wollen wir sie doch mal ja, testen. Und ihr seht schon, der Boden, der ist nicht mehr so wie bei dem anderen Ofen, dass das alles so wabbelig und weich war. Nein, dieser Boden ist richtig schön kräftig und knackig. Und jetzt werden wir die mal probieren. Gut, also zu dem Geschmack. Sie hat so eine Nachschärfe. Ich weiß nicht, von welchem Kräuter oder Gewürz es herrührt, aber im Nachhinein schärft sie so ein bisschen nach. Das Tomatenmark oder die Tomatensoße auf dieser Pizza ist sehr, sehr intensiv. Die Paprika, die haben eine angenehme Frische. Also im Großen und Ganzen, diese Pizza ist richtig lecker. Dafür, dass es eine vegetarische ist, ist die richtig, richtig lecker. Der Käse da drauf, der ist schön sahnig mild. Und
Ja, das Ganze hat ja einen runden, sehr guten Geschmack. Der gefällt mir sehr gut. Die Kräuter darüber, die sind auch intensiv. Man schmeckt sie sehr gut raus. Wie gesagt, nach einem Stück Kauen kommt so eine gewisse Schärfe. Und das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Gefällt mir, dass er nicht so fad und eintönig daherkommt, sondern die ist geschmacklich richtig schön ausgewogen. Deswegen volle 5 Punkte von mir. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Sie ist für den einen oder anderen wirklich mal ein Test wert. Wer jetzt sagt, vegetarisch, das ist doch alles so Plunderkram und, der soll die mal probieren und dann mal sagen, ob das immer noch so Plunderkram ist. Also ich bin mittlerweile von diesem Trip weg. Ich hatte früher auch immer mal gedacht, naja, vegetarisch, das kann nicht viel sein. So ein bisschen Gemüse da, das schmeckt ja nicht. Irrtum. Es gibt Sachen, die sind richtig, richtig lecker. Und eins davon ist diese Pizza hier. Also da hat Wagner wirklich was Gutes gemacht. Gefällt mir sehr gut. Deswegen. Gut. Das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen, bei Facebook, bei Google+, bei Instagram, bei Twitter, wo immer ihr auch möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Im Gegenteil, würde mich sehr freuen. Noch mehr würde mich freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.